Was sind die fünf Säulen für eine ganzheitliche Gesundheit und wie sind die Säulen miteinander verbunden? Ich bin Markus, ich studiere Medizin und wir legen jetzt direkt los. Der erste Punkt ist, denke ich, jedem bekannt von euch, denn für eine ganzheitliche Gesundheit muss man sich natürlich top ernähren, denn du bist, was du isst. Auf den Punkt Ernährung will ich jetzt nicht näher eingehen, denn da gibt es schon mehrere Videos auf meinem Kanal. Ich empfehle dir dazu am besten das Video zu den absoluten Basics einer gesunden Ernährung, also das, was du unbedingt beachten solltest. Das Video habe ich dir unten nochmal verlinkt. Die zweite Säule ist Sport bzw. Bewegung. Ich denke, jeder weiß, dass wir uns in der heutigen Zeit einfach zu wenig bewegen, denn der Mensch ist biologisch immer noch darauf ausgelegt, unter anderem jagen zu gehen und nicht den ganzen Tag vor dem Schreibtisch zu sitzen. Ich empfehle dir also wirklich einfach nur von ganzem Herzen, dich jeden Tag mindestens eine Stunde lang aktiv zu bewegen. Ganz egal was, du kannst spazieren gehen, schwimmen gehen, Radfahren, Boxen, Kraftsport, Teamsportarten, es ist egal was du machst. Hauptsache, du kommst jeden Tag auf deine mindestens eine Stunde aktive Bewegung. Ich selbst mache an 3 Tagen der Woche Krafttraining und in anderen 4 Tagen gehe ich entweder Mountainbiken, Joggen oder einfach nur spazieren. Nur die bisherigen 2 Säulen sind vor allem dazu da, dass wir körperlich uns fit fühlen. Doch wir wollen ja die ganzheitliche Gesundheit, das heißt wir wollen auch geistig fit sein. Und hier kommt auch schon die nächste Säule ins Spiel, nämlich die Meditation, die eben ganz entscheidend ist für einen ruhigen, gelassenen, aber auch gesunden und fitten Geist. Zu Meditieren und seinen zahlreichen Vorteilen habe ich dir ebenfalls schon ein extra Video abgedreht. Das ist selbstverständlich wie immer auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Die 4. Säule für ganzheitliche Gesundheit ist das Thema Schlaf. Denn wer nicht ausreichend schläft, macht sich nicht nur geistig kaputt, sondern auch körperlich. Meist viel entscheidender als die Schlafmenge ist allerdings sogar die Schlafqualität. Wie du diese verbessern kannst, ja, dazu gibt es auch schon ein extra Video auf meinem Kanal. Die 5. und letzte Säule für ganzheitliche Gesundheit ist soziale Interaktion. Auch schon Aristoteles hat erkannt, dass der Mensch ein sogenanntes Zoon Politikon ist, ein Gemeinschaftswesen. Das heißt, er braucht die soziale Interaktion. Und auch in der Definition von Gesundheit nach der WHO, der World Health Organization, also Weltgesundheitsorganisation, kommt die soziale Interaktion zum Ausdruck. Dafür zitiere ich mal kurz die WHO. Gesundheit ist ein Zustand völligen psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens. Soziales Wohlbefinden. Was heißt das jetzt im Konkreten? Das heißt letztendlich, dass du nicht nur soziale Interaktion haben sollst, sondern das eben auch mit den richtigen Menschen. Das heißt mit Menschen, mit denen du dich eben wohlfühlst. Nun letztendlich darf keine der 5 Säulen fehlen für eine wirklich ganzheitliche Gesundheit. Und du kannst beispielsweise auch keinen wahrhaftig gesunden, ruhigen Geist bekommen, indem du nur die 3 letzten Säulen beachtest und die ersten beiden Säulen Ernährung und Bewegung außer Acht lässt. Du fragst dich jetzt sicherlich, was hat Ernährung und Bewegung mit einem ruhigen, gesunden Geist zu tun? Letztendlich ist es so, dass alle unsere 5 Säulen miteinander in Verbindung stehen und sich gegenseitig beeinflussen. Das bildet eben das Fundament, die Grundlage unseres Gebäudes. So hat er auch schon der römische Dichter Juvenal gesagt, mens sana in corpore sano. Auf Deutsch übersetzt, ein gesunder Geist ist in einem gesunden Körper. Das heißt, nur wenn dein Körper gesund ist, kann auch dein Geist wahrhaftig gesund sein. Das Faszinierende daran ist, dass das Ganze sogar mittlerweile wissenschaftlich belegt ist. So schütten vor allem deine Muskeln bei starker sportlicher Aktivität das sogenannte BDNF aus. Und das führt eben in deinem Gehirn dazu, dass neue Synapsen gebildet werden, Synapsen vergrößert werden und sogar neue Nervenzellen gebildet werden. Das heißt, Sport, in dem unter anderem BDNF ausgeschüttet wird, lässt wortwörtlich dein Gehirn wachsen. Außerdem ist es natürlich so, und das wissen die meisten von euch, durch Sport kannst du sehr gut Stress abbauen und nur wenn du wenig Stress hast, kann dein Gehirn wirklich funktionieren. Nur dann kannst du einen ruhigen, klaren und fitten Geist haben. Nun dazu, wie Ernährung auf dein Gehirn wirkt. Letztendlich ist es so, wie ich schon oft gesagt habe, du bist, was du isst. Und so besteht auch dein Gehirn genau aus dem, was du gegessen hast. Das heißt, dein Gehirn kann nur wirklich funktionieren, wenn du dich eben gesund, top ernährt hast. Gleichzeitig gilt das Ganze allerdings auch umgekehrt. Das habe ich hier mal kurz symbolisiert. Das heißt, dein Körper kann nur richtig gesund sein, wenn es auch dein Geist ist. So brauchst du beispielsweise eben auch einen ruhigen Geist und vor allem die Meditation, um deinen Stresspegel zu senken und so deinen Körper vor oxidativen Stress, der einhergehend ist, mit freien Radikalen zu schützen.
Auch hier ist das Ganze beispielsweise wieder mit der Ernährung miteinander verzahnt. So kannst du dir, wie du denke ich weißt, über die Ernährung Antioxidantien zuführen. Antioxidantien, Anti gegen Oxidation, das heißt eben gegen beispielsweise oxidativen Stress, um deinen Körper vor oxidativen Stress zu schützen. Ja, du merkst schon, das Ganze kann sehr komplex werden. Die fünf Säulen sind stark miteinander verzahnt, haben eine starke Verbindung zueinander durch unser Fundament hier eben. Und wichtig für dich ist jetzt, dass du nicht jeden Aspekt können musst, wie die eine Säule mit der anderen in Verbindung steht. Für dich ist einfach nur wichtig zu wissen, dass du die fünf Säulen kennst und eben auch umsetzt, wenn du eine wirklich ganzheitliche Gesundheit haben willst. Das heißt, nicht nur körperlich fit sein willst, sondern eben auch geistig. Ja, das war es jetzt erstmal wieder von meiner Seite. Und ich denke, du hast bemerkt, ich habe hier schon viele weitere Videos erwähnt, die es auf meinem Kanal zu den verschiedenen Säulen bzw. Aspekten gibt. Und es liegt letztendlich eben daran, dass es auf meinem Kanal um nichts anderes geht, als um eben die ganzheitliche Gesundheit. Das heißt, ich möchte, dass du wirklich ganzheitlich gesund wirst. Wenn du deine Zukunft nichts weiteres verpassen möchtest, kannst du gerne den Kanal abonnieren, hier unten rechts. Wie immer, bleib gesund und viel wichtiger, handel gesund. Bis zum nächsten Mal.